So, Freunde, und weiter geht's hier mit Gebrüll. Mal schauen, was sich hier in dieser Anlage hier verbirgt, was hier ausgegraben wurde. Ich stelle den Marco mal fluchtbereit. Parken wir mal rückwärts ein. Sicher ist sicher. So, und schauen wir mal, was hier los ist. Warte auf Befehle. Das ist super. Das höre ich am liebsten. Warte auf Befehle. So, hier blinkt irgendwas. Den Marker nehme ich hier mal weg. Braucht man... So, Marker braucht man keinen mehr. Also, hier geht's rein. Also, sie haben irgendwas gefunden. Und wieder mal gehen wir in so einen blöden Tunnel rein. Jawohl, Sir. Eine Mine. Okay, noch sehen wir auch auf dem Radar nichts Negatives. Hier drin kann man atmen. Shepard hat den Helm ausgezogen. Nur was ist das? Was verbirgt sich hier? Oh, Husk. Also sind die geht doch da. Plasma-Sicherheitszelle. So, wir gucken mal, ob die Husk vielleicht um die Ecke kommen wollen. Wow. Ach du Scheiße. Wow. Alter, ey. Was ist denn mit den Typen hier los? Wie war nochmal die Taste für... Scheiße, ey. Das meinte ich nicht. Ich wollte Einstellungen. Ich brauche... Fuck. Bewegungsfeuer, Zoom, Granate, Erste Hilfe, F. F. Leertaste. Pause. So, sorry. Alter, was ein Durcheinander. Was ist denn hier mit diesem Husk los? Der ist noch voll. Hier soll auf jeden Fall mal Garrus einen draufhalten. So, und ich werde mich jetzt mal um die anderen beiden kümmern. Ich brauche eine andere Waffe. Die Pumpe. So etwas habe ich schon gesehen. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Okay, hirnlose Fanatiker, das klingt natürlich schon mal beides scheiße. Auf ihren Befehl. So, Garrus ist fast down. Ich will eigentlich erstmal warten, bis... Können wir heilen? Erste Hilfe. Nee, ne? Okay. Können wir noch nicht. Wir werden mal ein bisschen langsam, ein bisschen vorgehen. Ob hier noch mehr los ist, ich weiß es nicht. So, gleich ist voll. Wenn der Cooldown abgelaufen ist, dann... Ah ja, hier hätten wir mit der Eindämmungszelle. Da hätten wir einiges hier killen können. So, erstmal... Machen wir die Kollegen wieder voll. Abgeschlossene Kiste, leichte Dechiffrierung. Was haben die denn hier unten gefunden, Mensch? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puff, drin. Striker 2 Pistole und ein Avenger 2 Universalgel, würde ich schon sagen. Avenger 2 Sturmgewehr. Was wir auch selbst benutzen. Also nur eine Support-Kiste. Ionen-Sicherheitszelle. Ja, mit den Zellen können wir, glaube ich, nicht viel anfangen. Hier ist noch eine abgeschlossene Kiste. Schauen wir doch mal. Universalgel möchte ich mir natürlich ein bisschen sparen. Wie kommen wir da am besten rein? So. Mittelschwer Mensch, Hydra, können wir auch nichts mit anfangen. Leichte Rüstung Mensch. Nehmen wir alles mal mit. Hirnlose Fanatiker, Fusionssicherheitszelle. Also wahrscheinlich war das so gedacht, dass man hier alle... Kryo-Sicherheitszelle, dass man hier alle in die Luft sprengt. Aber wirklich, vielleicht geht's hier... Scheiße! Boah, wie wirft man eine Granate? Ach du Kacke. Ich brauche noch mal kurz... Es tut mir echt leid. Das war eine Granate. Granate war R. Weg damit! Da, den da. Unbedingt töten.
So, ich brauche eigentlich irgendwas. Scharfschützengewehr. Verbessert den Schadensschutz und bei Treffern geht weniger Gesundheit verloren. Ich möchte... Biotik und Tech-Fähigkeiten werden unterbunden. Das soll Garrus auf jeden Fall mal ausführen. Und... Sabotage, was können wir dann machen hier? Einigkeit. Können sofort geheilt werden und wieder kämpfen, falls sie niedergestreckt werden. Ne, brauchen wir nicht. Mal gucken, Overkill werde ich mal aktivieren auf jeden Fall. Das ist die 2 und den Schildboost. Ja. Okay, und der Schildboost, der... So, und Overkill. Du Scheiße, was diese Typen aushalten. Ach du, das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn mit ihm hier? Er hält fast nichts mehr aus. Er ist noch fast voll. Mach mal werfen. So, ihn hier. Nicht trainiert. Er kann im Moment nur mit der. Ich werde mal auf die Pumpe wechseln. So, durch das Werfen. Oh fuck. Damit der Verbleib des gesamten Exo... Damit ist der Verbleib des gesamten Exogeni-Forschungsteams geklärt. Sie wurden mit Hilfe von Vorrichtungen, die jenen auf Eden Prime sehr ähnlich sind, in kybernetische Husks transformiert. Wie es dazu kam, dass diese Vorrichtungen auf einer so weit vom Gate-Gebiet entlegenen Welt begraben wurden, bleibt ein Rätsel. Trotzdem möchte ich noch mal kurz da hinten reingucken, wo die rauskamen. Machen uns trotzdem noch mal voll. So, hier ging es ja weiter runter. Irgendwas muss es ja hier geben. Also das Forschungsteam ist jetzt nicht mehr da. Ah, hier waren diese Husk-Dinger. Schlammkanister. Reaper 2 und eine schwere Rüstung. Okay. Sind bereit. Okay, das war's anscheinend hier unten. Ist ja sehr strange, muss ich wirklich mal sagen. Ich habe ja auch noch vergessen, den Countdown zu stellen. Wirklich strange, was hier... Ah, hier geht's auch nochmal weiter, ne? Gucken, wo wir hier rauskommen. Exogeni-Forschungsteam. Gesicherte Kiste, mittelschwere Dechiffrierung, okay. Überall steht die Suppe. Okay, wir versuchen... Oh, das ist schon ein bisschen schwerer. Aber kann sich uns hier nicht widersetzen. Sturmgewehr Avenger 3. Werden wir da mal ausrüsten. Gut, ansonsten war es das, glaube ich. Können wir... Ne, wir können von hier aus nicht direkt zurück zur Normandy. Ne. Gerade mal gucken. Hier unten haben wir... Auf jeden Fall... Das haben wir erkundet, das haben wir erkundet. Wir haben alles erkundet. Und die Musik, die so komisch hier ist, das... Nee, ich möchte hier eigentlich ganz gerne raus. Ja, krass, was die hier alle rumgeeiert sind. Weil, boah, ne? Na, da merkt man... Na, das tut mir echt immer leid, dass ich so wenig Zeit immer habe, das Spiel zu spielen. Aber man muss... Man muss... Natürlich, warum habe ich ihn jetzt auf 2? Schnell ver... Achso, weil ich die Dings habe. Okay. So. Ja, aber ich komme immer nicht so oft wirklich zum Spielen. Aber ich versuche mich natürlich zu bessern, dass wir hier zukünftig auch einfach ein bisschen regelmäßiger Folgen haben, damit ich ein bisschen im Spiel drin bin, ja. Das ist immer so ein bisschen... So, wir steigen in den Marco. Jetzt ist der auch wieder repariert und können dann eigentlich direkt zurück zur Normandy. Unseren Elektronik-Skill können wir nicht verbessern, glaube ich. Wir haben 2 Talentpunkte. Wir können meisterhafte Überlastung. Ich mach mal Elektronik hoch bei ihm. So, bei Shepard will ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Panzerung haben, glaube ich. Oder Sturmgewehr. Nee, Sturmgewehr machen. Einen auf Sturmgewehr, einen auf Panzerung. Ich werde ihn auf jeden Fall mit dem Sturmgewehr...
So, er soll den erweiterten Schildboost genießen können und natürlich Dechiffrierung. Da möchte ich ihn erstmal hinbekommen, denn Caden hat auch Dechiffrierung schon relativ hoch. Aber da lassen wir ihn stehen bei erweiterte Sabotage. Er soll sich mehr auf Elektronik spezialisieren. Und dann natürlich hier auf seine anderen Fähigkeiten. Ich hoffe, das passt so. So, jetzt wollen wir nochmal hier zu den Trümmern und dann hauen wir ab. Alter, was ein Kampf, ne? Das Forschungsteam hat also hier irgendwelche Gate-Ruinen aufgetan. Und ja, sich dann in das verwandelt, ja, was man sich am wenigsten erhofft, was man am wenigsten wünscht zu finden. Sind sie also in Husks transformiert worden. Warum das Ganze passiert ist, werden wir nie erkunden können. Wie der Kram da hingekommen ist, wahrscheinlich ebenso wenig. Vielleicht hätten wir hier für diese Erkundungsmission Lilith oder wie heißt sie? Liara. So, Liara mitnehmen sollen. Das weiß ich nicht. Wenn ihr das Spiel ganz gut kennt, könnt ihr ja mal das gerne reinschreiben, ob das dann Auswirkungen hat, wen ich da mitnehme bei so Missionen. Dass ich das zukünftig dann einfach auch berücksichtige, dass ich dann sage, okay, wir untersuchen jetzt irgendwas Antiquiertes. Dann nehmen wir mal lieber Liara mit, um hier Sachen zu klären. Ansonsten kann man das Team ja auch relativ einfach austauschen. So, wenn wir die abgestürzte Sonde jetzt nicht bergen können, dann weiß ich es auch nicht. So, jetzt können wir mit 25 Universalgel kurzschließen und Phasenmunition 3, Rückstoßdämpfer 3, Kühlkörper 3. Auf jeden Fall hat sich das richtig rentiert für 25 Universalgel und wir gehen zurück zur Normandy. Also für so eine kleine Nebenmission war das trotzdem schon mal relativ cool. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns mal mit ein paar Leuten wieder hier. Ja, bitte, Commander. Hast du was außerirdisch an Bord? Nee, er hat nichts Neues. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. Er hat nichts Neues, aber wir haben irgendwas erfahren. Eine Transmission? Lass mich kurz nochmal überlegen. Es gab irgendwelche Infos an Bord der Normandy. Es gab irgendwelche Infos. Wir haben... Irgendwas haben wir entdeckt. Gerade nochmal gucken. Wir haben irgendwas entdeckt und... haben wir das hier irgendwo? I? Wo waren das? J. Journal, ne? Tagebuch. Noveria, das sind die Hauptmissionen. Wir haben hier ungewöhnliche Signale. System untersuchen. Hydra-System, Cluster, ne. Asari-Schriften. Suchen Sie weiter, bis Sie alle Verschwundenen, okay. Die Nasana sollen wir treffen. Wertvolle Mineralien müssten wir ja... Ah ja, da haben wir jetzt ein bisschen selten Erde-Elemente und so weiter. Turianer-Emblem 2 von 13. Okay, nee, das war's. Ich dachte, es war irgendwas, wir müssen mit XY auf der Normandy sprechen. Habe ich mich da irgendwie vertan? Ich weiß es nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir schmeißen mal den Überlichtgeschwindigkeitsantrieb an. Und machen uns mal... Machen uns mal weiter. Und zwar wollen wir... Warte mal, hier sind wir gerade. Was ist denn da hinten? Ist noch ein System. Hades Gamma. Voyager Cluster. Ja, Pheros ist hier gerade in der Nähe. Ich würde sagen, das ist ja die zweite Hauptmission, die wir haben. Die machen wir und dann könnten wir mal wieder zurück zur Citadel. Uns die Nebenmission mal angucken. So, fangen wir hier. Nein. Hier geht's weiter. Und einmal bitte. Das ist schon sehr spannend. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir fangen innen an. So, Sytau ist von einer extrem dichten Atmosphäre umhüllt, die hauptsächlich aus Kohlendioxid und Schwefelsäuren besteht. Das ist schon lecker. Die Oberfläche besteht aus geologisch betrachtet jüngeren vulkanischen Basalt- und Rhyolithebenen mit hohen Konzentrationen an Kohlenstoff und radioaktiven Stoffen. Sytau wird erschüttert von heftigen Vulkanaktivitäten. Ein Dutzend Supervulkane mit Durchmessern von 50 bis 120 Kilometern bricht tagtäglich auf dem Planeten aus. Sytaus Reichtum an Kohlenstoff und die vulkanischen Aktivitäten sind die Ursache für die extrem wertvolle, aber nur unter großen Risiken abzubauende Diamantenvorkommen. Na, sehr schön. Das zweite ist Pheros, unser Ziel auch.
Das Unternehmen Exogeni hat auf Heros eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen, die 2/3 der Planetenoberfläche bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Heros früher eine sehr viel kältere Welt war. Heros hat 2 Monde, Orkan, der Vater, und Vardet, die Mutter, wahrscheinlich. So, als nächstes haben wir hier Sharing oder Sharing. Sharing ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Die Atmosphäre enthält Spuren von Ammoniak, Methan und eine überraschend große Menge Wasserdampf, die die Atmosphäre braun, blau und weiß schillern lässt. 2 der ungefähr 60 Monde Sharings haben einen Durchmesser von mehr als 3000 Kilometern. Auf beiden lassen sich Zeichen proteanischer Bevölkerung finden und auf Sharing könnte Helium-3 abgebaut worden sein. Den können wir erkunden. Und wir haben eine proteanische Datendisk gefunden. Beim Scannen des Planeten haben sie eine seltsame Signale festgestellt. Techniker Adams konnte die Quelle orten, ein seltsames Objekt ausfindig machen. Stimmt, es waren Tali und Adams, haben es an Bord gebracht und in stundenlanger Arbeit demontiert. Den Einsatzzweck des Objekts konnten sie zwar nicht bestimmen, aber sie fanden heraus, dass es proteanischer Natur war und eine Datendisk enthielt. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. So, dann haben wir hier noch irgendwas. Kuana, die kommen sich hoffentlich nicht sehr nahe. Wenn sie sich mal nahe kommen, haben sie nämlich ein Problem. Die gefrorene Oberfläche von Kuana bietet reichliche Schwermetallvorkommen und die hohe Planetendichte lässt auf weitere Mineralvorkommen im Planeteninneren schließen. Die Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Kohlenstoffmonoxid und über dem Planeten ist eine ganze Reihe gut entwickelter proteanischer Minen verteilt. Die verlassenen Minen waren durch eine mittlerweile verwitterte Magnetschwebebahn mit den Geisterstädten verbunden. Im Gegensatz zu den verfallenen Wolkenkratzern auf Feros sind die Ruinen von Kuana in fast funktionstüchtigem Zustand. Das hat leider auch dazu geführt, dass die Plünderer diesen Ort häufig aufgesucht und alle wertvollen Funde entwendet haben. Wir erkunden das Ganze trotzdem mal und haben ein Leichtmetallvorkommen entdeckt. Mittels Orbitscans des Planeten Kuana haben sie Vorkommen von Kobalt entdeckt. Wunderbar. Ja, was diese beiden Planeten für ein Problem haben, alle paar tausend Jahre oder alle, was weiß ich, was sie für ein, was haben sie für eine Orbitalperiode? Ja, der hat jetzt 9 Erdjahre Orbitalperiode, pass auf, ja, und der hier... Der müsste ja ein bisschen schneller sein. 46,6 Erdjahre, da normal. Naja, auf jeden Fall irgendwann, wenn wird der auf jeden Fall öfter mal an diesem hier vorbeikommen. Nämlich einmal alle 9 Jahre. Und normal würden die sich dann gegenseitig aus der Bahn werfen. Also das ist ein bisschen seltsam gemacht, aber es ist natürlich Science Fiction. Also lassen wir das. Was haben wir denn hier noch? Logan. Logan ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Das Aufklärungsteam, das vor 20 Jahren mit der Erkundung des Planeten betraut war, berichtete von seltsamen Störungen im Wolkenband von Logan und äußerte die Vermutung, dass sich unter der Wolkenschicht eine große Zahl sehr massiver Objekte verbergen könnte. Aber bei der Annäherung des Schiffs konnten sie nicht mehr wahrgenommen werden. Seitdem ist nie wieder über diese Störung berichtet worden. Okay, bevor wir auf Feroz landen, möchte ich aber nochmal mit... Können ja hier mal kurz im Sonnensystem um die Sonne kreisen. Mit Tali und Adams reden. Die sind ja hier im Maschinenraum. Wir haben 2 Sachen gefunden. Einmal die proteanische Datendisk, mit der irgendwie keiner so recht was anfangen konnte. Und dann haben wir ja noch beim letzten Mal auch noch irgendwas gefunden. Bei der Erkundung. Da konnte auch keiner so richtig was mit anfangen. Tatsächlich ist ja auch Nebenquest, wie es aussieht, ne? Oder? Nö. Hier ist der Ausrüstungsoffizier, wollen wir auch noch mal kurz sprechen. Hey, Commander, brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods, keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Wie bitte? Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Ach du Scheiße. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, was haben wir hier? Haben wir noch irgendwas, was wir brauchen können? Nö. Ah, doch schon 4er Waffen, also Level 4. Sollten wir bei Gelegenheit nochmal gucken. Also haben wir hier so einen Waffendealer noch an Bord. Super. So, Techniker Adams und hier ist auch Tali. Was kann ich für Sie tun, Commander? Und zwar geht es... Nee, er kann mir nichts sagen. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Und Tali? Hey, Shepard. Kann ich etwas für Sie tun?
Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Also, die haben nichts Neues. Schade. Wäre cool gewesen, wenn wir uns jetzt noch über diese Funde hätten unterhalten können, über diese Datendisk oder so. Mal kurz mit Garrus reden, was er noch weiß. Commander, wie geht es Ihnen? Ganz gut. Hier können wir nochmal auf ihn und die Zitadellsicherheit zum Sprechen kommen. Commander. So, mal kurz hier mit Ashley reden. Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich weiß nicht, ob ich Dr. Zonys Geschichte abkaufe. Dass sie nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie sind doch eine Familie, oder? Ich weiß auch nicht, ob ich ihr glauben soll. Wir sollten sie lieber im Auge behalten. Das ergibt Sinn. Zu schade, dass diese Ruinen zerstört wurden. Dabei hatten sie doch tausende von Jahren überstanden. Das ist beeindruckend. Wir unterhalten uns später, Williams. Ja, ich da freue gibt's... mich schon darauf. Aha, das ist aber toll. Ja, okay, da gibt's also nichts Neues. Das heißt, schade. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge einfach weiter mit... Ja, mit Feros, was da so abgeht mit unserer nächsten Hauptmission. Danach können wir wieder, danach wird wieder viel gesprochen werden müssen oder können, dürfen. Also wir werden auf jeden Fall die Option haben, danach nochmal viel mit anderen Leuten zu sprechen. Ich frage mich gerade, wo das Kapitänsquartier ist. Das müsste doch auch hier irgendwo Captain's Quarter. Büro des Kapitäns. War das wirklich diese Bruchbude? Jetzt hör aber auf, du. Eins tiefer tatsächlich, na gut. Ja, so werden wir es da machen. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Bis dahin, ne? Ja, Freunde, ich weiß, ein fieser Cliffhanger, aber so ist es halt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was hier mit dem Forschungsteam passiert ist. Sie haben also ein uraltes Artefakt gefunden. Wurden sie von den Geth? Oder von irgendwem anders überfallen. Gegen die Geth spricht, dass wir keine Anzeichen der Geth entdeckt haben. War es vielleicht was Proteanisches? War vielleicht Saren vor uns da? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden in nicht langer Zeit. Und zwar, wenn die nächste Folge kommt. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.